Herzlich willkommen bei Quizfire. Und hier ist er, der Herr der Fragen, Sebastian Deilen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer beliebten Serie Quizfire. Was wäre so eins ohne ihn? Was wäre ran ohne ihn? Luris ist heute bei uns. Hostessen, Politessen, das ist alles dasselbe. Bitte schön, hier deine Frage. Welches englische Wort bezeichnet einen Mixer? Ja. Shaker. Shaker, jawohl. Wie nennt man ein flaches Wasserfahrzeug aus zusammengebundenen Holzstämmen? Das ist ein Floß. Das ist ein Floß, jawohl. Der kommt auch, Freunde. Es geht jetzt darum, sich die Lichter, die man sich in der Vorrunde erspielt hat, zu erhalten. Wir starten immer mit einer offenen Runde. Und hier kommt Frage Nummer 1. Los geht's. Welcher Zehnkämpfer wurde 1988 in Seoul nach 3 Fehlstarts disqualifiziert? Das war? Jürgen Hinsen. Das ist richtig, jawohl. Axel! No. Axel, danke. Bitteschön. Wer schrieb den Roman Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull? Ja, schön. Thomas Mann? Heinrich Mann? Na, Klaus. Oh, Klaus Mann? Ja. Supersport. Ja, ich nehme Thomas Mann. Also A. Ja? Thomas Mann, jawohl! Hast du geklatscht gerade? Ja. Ja? Ja. Aber nicht lang genug, oder? Nee, nee, ganz heftig. Na, dann nehme ich dich trotzdem. Das denke ich mir. Bitte. Frage für Christine, bitte. Mit was beschäftigt sich ein Ichthyologe? Ja, das ist eine leichte Frage. Gifte? Bäume? Aber auch schön. Oder Fische? Fische! Ich habe extra nochmal nachgefragt. Ich mach's ganz zärtlich. Okay? Aus dem Bauch soll man richtig tippen immer, ne? Aber. Also, das heißt, falsche Antwort. Leider, leider, leider. Ja. Hände an die Hebel. Die Frage bitte. Wie nennt man die bei der Gymnastik getragenen Wadenüberstrümpfe? Bei der Gymnastik. Das sind nicht Stulpen? Das sind die Stulpen, jawohl! Oh, hier kommt Frage Nummer 1 in der Qualifikation. Wen behandelt ein Dr. Med-Vet? Unsere Freunde, die Tiere. Unsere Freunde, die Tiere, jawohl! Herzlich willkommen zurück bei Quizfire. Wir stehen ganz knapp vor dem Finale zwischen Carsten Spengemann aus der Verbotenen Liebe und Lou Richter. Ja, aus der erlaubten Liebe. Aus der erlaubten Liebe. Ja. Jetzt die Hände von dem Hebel wieder wegnehmen. Heißt wahnsinnig sein, weil wir müssen ja jetzt Finale spielen. Und los geht's mit dem Quizfire-Finale! Erste Frage. Wie nennt man getrocknete Weinbeeren? Na? Rosinen. Rosinen, jawohl. Rosinen, 1-0 für Lou Richter, Frage Nummer 2. Zu welcher Stadt vereinigten sich 1872 die Städte Pest und Budapest. Budapest, jawohl. Herr Spengemann, wieder der. Tschüssi. Super gespielt. Klasse, Glückwunsch. Danke. Du weißt ja langsam, wie das geht. Die 3000 Euro gehen nach Hamburg zur Oyala e.V. Ja. Freut euch über das Geld und wir sehen uns ganz bald wieder, nämlich morgen um 17 Uhr. Einen schönen Abend.